Oberstdorfer Perchtenlauf wurde am 1. Dezember 2012 bereits zum 5. Mal vom Verein Mordredpass veranstaltet. Geladen waren über 30 Gastgruppen aus ganz Österreich. Über 400 Perchten haben dabei für eine fürchterlich spektakuläre Unterhaltung gesorgt. 5. Oberstdorfer Perchtenlauf, wie war er? Ja, wir müssen eigentlich sagen, von der ersten Resonanz, was ich jetzt bekommen habe von den Zuschauern her, waren sehr begeistert. Wir haben zwar zwei Partien dabei gehabt, die was ein bisschen zu wild, sagen wir mal, für unsere Umgebung waren. Die waren nämlich aus Südtirol, aber sonst war es ein gelungener Lauf. Waren die Vorbereitungszeiten? Ja, wir waren jetzt ab Mittwoch waren wir da. Das heißt, wir tun jetzt eigentlich schon seit zwei Monaten wir vorbereiten. Seit Mittwoch bauen wir den Lauf an, also seit drei Tagen, kannst du sagen. Und ja, jetzt bauen wir dann wieder zwei Tage an und dann war es wieder für das Jahr zum Glück. Sie haben 20 bis 25 Mitglieder. Schnitzer ist der Langecker, Ausstatter, der Koch und verschiedene andere. Die Kimberger Bergdeibel wurden 2008 von Josef Kesselbauer und Erich Feier gegründet. Die aus dem Würztal stammende Gruppe mit rund 30 Mitgliedern soll den Kindern etwas über das winterliche Brauchtum vermitteln. Die Jugendlichen sind mit großem Eifer bei der Sache. Deshalb fährt man zu Läufen in ganz Österreich. Die Kimberger Bergdeibel. Wie geht es weiter? Gibt es nächstes Jahr wieder einen? Das müssen wir jetzt einmal mit der Gemeinde anregeln, wie es jetzt eben die Resonanzen sind. Und dann von unserer Seite her wird es sicher wieder einen geben. Und mal schauen, was die Gemeinde dazu sagt. Sie sind 19 Mitglieder. Schnitzer ist der Fähre Händel, Ausstatter ist der Gustav Scholzwohl und Lenfer ist der Fähre Händel. Gegründet sind sie 2007 von Fähre Händel. Wir haben ja 35 Perchtengruppen teilgenommen. Wie kommt man zu so vielen? Ja, also jetzt in den letzten Jahren, wir machen das jetzt schon zum 5. Mal, hat sich das eigentlich sehr gut angesprochen. Eben, heuer waren auch Gruppen aus Südtirol da, die was auch durch Mundpropaganda von unserem Lauf erfahren haben. Tirol, das waren die Besten. Impfpass Dubai. Fährt ihr es, oder was? Ja, sicher. Ja, ihr seid voll Trotteln, Alter. Wieso? Ja, jetzt geht ihr zu Gas geben bei uns. Das war ja nicht mehr. Jetzt haben wir davor schon geregelt alles. Wir sind friedlich rausgelaufen. Also, lass uns außer die Totensteiner Teufel!